Hallo Edelmetall-Freunde, Freunde der Wahrheit. Ich begrüße Sie zu den Top-News am Dienstag. Worum geht es heute? Israel natürlich, Iran und Russland scheinen jetzt involviert zu werden. Dann China bietet sich mit Alternativen zur neuen Weltordnung an. Wir fangen aber an mit Reinigungskräften und einer Bank, die Kunden zur CO2-Ersparnis drängen möchte. Die FAZ zitiert aus der Auswertung des Bundesinnungsverbandes des Gebäudereinigerhandwerks. Dieser hatte seinen 2500 Mitgliedsunternehmen die brisante Frage nach den Kündigungen gestellt. Es antworteten immerhin 28,4% der Unternehmen, dass bei ihnen bereits mehrere Beschäftigte mit konkretem Verweis auf das Bürgergeld gekündigt oder eine Kündigung in Aussicht gestellt haben, erklärte der Verband. Weitere 40% bestätigen demnach den Trend, sprechen aber noch von Einzelfällen. Knapp ein Drittel erkannte bisher keinen Negativeinfluss des Bürgergeldes auf seine Personalsituation. Und das Schlimmste kommt womöglich noch. Denn die Befragten sollten angeben, wie groß ihre Sorge ist, dass das Bürgergeld zunehmend in Konkurrenz zum Lohnerwerb tritt. Auf einer Skala von 1 bis 10 ergab sich ein Durchschnittswert von 8,8. Ein Alarmsignal. Zum CO2-Irrsinn. Nicht nur die Politik will lenken, jetzt greift auch eine private Bank ein. Die Berliner Zeitung berichtete am 13. Oktober von einer aktuellen Vorgangsweise der ING Bank, die als Großbank zu den systemrelevanten Unternehmen zählt und von sich als beliebteste Bank Deutschlands spricht. Die ING möchte Geschäftsbeziehungen mit Firmenkunden beenden, wenn diese nicht klimaschutzfreundlich investieren. Der Grad der Freiwilligkeit, bei der Klimahysterie mitzumachen, hat also den Grad der Freiwilligkeit bei vorgeschriebenen Genimpfungen erreicht. Die ING bestätigte gegenüber Bloomberg, dass Kreditanfragen aus Umweltschutzgründen abgelehnt werden können. Gleich kommen wir zu den Spannungen, die sich weltweit immer weiter aufbauen. Zunächst Korea und dann Israel. Zunächst aber vielen Dank unserem Videosponsor Fortuna Silver. Ich denke, Seguela zahlt sich jetzt richtig aus, denn man konnte sogar 40 Millionen Dollar an Krediten zurückzahlen. Und damit sind wir in Korea. Mit Bonbon für den Frieden. Eine B-52H Stratofortress wird diese Woche eine seltene Landung auf der koreanischen Halbinsel durchführen, um das eiserne Bekenntnis zur Allianz zwischen den USA und Südkorea zu demonstrieren, teilte das US-Militär am Montag mit. Wie die US-Forces Korea mitteilten, wird der Air Force Bomber zwischen Dienstag und Sonntag im Rahmen der Seoul International Aerospace und Defense Exhibition zwei Überflüge durchführen. Diese Überflüge, Luftvorführungen und statische Vorführungen einschließlich der Landung der B-52 auf der Halbinsel sind Teil unseres anhaltenden Versprechens, Frieden, Stabilität und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel zu fördern, sagte Major Rachel Buitrago, Sprecherin der 7. Air Force, auf dem Luftwaffenstützpunkt Osan südlich von Seoul in der Mitteilung. Die Landung wird das erste Mal seit mindestens 30 Jahren sein, dass eine B-52 in Südkorea gelandet ist, sagte Buitrago am Montag telefonisch gegenüber Stars and Stripes. Und damit kommen wir zum Konflikt im Nahen Osten. Die Würfel sind gefallen. Irans Außenminister gab bekannt, dass in den kommenden Stunden Präventivmaßnahmen der Achse des Widerstandes gegen Israel erwartet werden. Diese Aussage wurde während eines Interviews im Staatsfernsehen gemacht. Er sagte ausdrücklich, in den nächsten Stunden wird mit der Möglichkeit einer Präventivmaßnahme der Achse des Widerstandes gerechnet. Die Anführer des Widerstandes werden nicht zulassen, dass das zionistische Regime in Gaza etwas unternimmt und dann in andere Teile der Widerstandsachse in der Region vordringt. Alle Optionen liegen vor der Hisbollah. Das sind schon bedenkliche Töne, aber mehr als das. Jetzt will man wohl auch noch Russland hier mit involvieren und dann kann es ganz gefährlich werden. Hat Moskau den Angriff auf Israel inszeniert? Der INS-Forscher und ehemalige Botschafter Israels in Russland, Arkadi Milman, charakterisiert Russland als ein feindliches Land gegenüber Israel und betont, dass es enge Beziehungen zwischen Moskau und der Hamas gebe. Im Einklang mit seiner zunehmend anti-westlichen Rhetorik macht Putin seit Beginn des Krieges in der Ukraine die Vereinigten Staaten für alles verantwortlich, was passiert, und auch für das Scheitern der Gründung eines palästinensischen Staates. Das ist eine ganz bedenkliche Entwicklung. Damit kommen wir zum anderen Thema. Diese vom Westen dominierte, eher jetzt im Zerfall begriffene Weltordnung soll natürlich durch eine von China dominierte ersetzt werden. Die chinesische Alternative Peking enthüllt seine eigene Vision für die Weltordnung.
Kürzlich veröffentlichte die chinesische Regierung ein Weißbuch mit dem Titel Eine globale Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft. Chinas Vorschläge und Maßnahmen. Das Papier appelliert an die Einheit der Welt und argumentiert, dass die Menschheit vor gemeinsamen Herausforderungen für ihr Überleben und für ihre Zukunft stehe und sich daher vereinen und kooperieren müsse. Das Papier stellt einen bewussten Kontrast zur Haltung nicht näher benannter Dritter her und verurteilt diese als Blockpolitik von Allianzen mit der Mentalität des Kalten Krieges. China skizziert mit diesem Weißbuch ganz ausdrücklich seinen Fahrplan für eine eigene globale außenpolitische Vision und als solches ist es ein alternatives Manifest zur von den USA vertretenen Unipolarität. Während sich die USA gegenwärtig als Gegner der Globalisierung zeigen, ist China ihr stärkster Befürworter. Während die USA ihre bisherigen Privilegien behalten und den Entwicklungsländern die Leiter zum Aufstieg und zum Wohlstand vorenthalten wollen, sieht China Offenheit gegenüber der Welt als einzigen Weg zu seinem eigenen Fortschritt und ermutigt andere Länder, sich anzuschließen. Aber sollte China für den Westen tatsächlich eine Alternative sein? Ich glaube nicht. Man denke an die letzten 3 Jahre zurück. Und damit bin ich am Ende und habe noch eine kurze Bemerkung von Tavi Costa auf Twitter für Sie. Und zwar veröffentlichte er diesen sehr interessanten Chart, das Silber zu Anleiheverhältnis. Und zwar ist das aus einem 40-jährigen Abwärtstrend ausgebrochen. Er schreibt hier, dass harte Vermögenswerte jetzt interessanter werden gegenüber traditionellen Investmentstrategien, die im Prinzip keine Beteiligung an Rohstoffen hatten in den letzten 40 Jahren. Es findet also eine Verschiebung statt. Also nicht nur steigt Silber oder hält sich ganz wacker, sondern die Anleihen verlieren deutlich an Wert. Aber Sie kennen ja meine Meinung, die Finanzen werden wohl unser geringstes Problem sein. Damit bleibt noch das Zitat für heute. Das waren die Top News am Dienstag. Trotz allem wünsche ich Ihnen eine gute Woche und wir sehen uns dann Freitag wieder. Bis dann. Tschüss.